Hallo und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play The Forest. Wir sind hier gerade im Dorf der Kannibalen. Ich will immer Ureinwohner sagen, es sind der Kannibalen. Wir sind ja gerade ein bisschen auf der Suche nach Lurchen. Nein, natürlich nicht nach... Scheiß Lurch. Ich habe deinen Schwanz erwischt. Erwischt. Wir sind hier ein bisschen gerade nach Dynamit, auf der Suche nach Dynamit. Weil ich nämlich zu faul bin, die ganzen Bäume einzeln... Ne, da hinten laufen sie doch schon wieder. Die Oompa Loompas. Weil ich keinen Bock hatte, die Bäume nämlich einzeln abzuroden, deswegen... Ach, kann ich nicht... Was ist denn jetzt los? Die Schnauze! Du graues Etwas, Alter! Ja, gut. Auf jeden Fall war ich zu faul. Bin ich zu faul? 8 Uhr kann ich gar nicht mitnehmen, okay? Auf jeden Fall bin ich zu faul, eben halt die Bäume einzeln zu fällen, weshalb ich mich hier nach ein bisschen, ja, Dynamit umschauen wollte. Da ist schon wieder ein Lurch. Dann krieg ich dich nochmal, du kleiner Dreckschwein, du! Hier! Ne, hier ist nur Cola drin, können wir aber trotzdem mitnehmen. Ich glaube, die Sachen spawnen hier doch auch nach einiger Zeit immer neu. Kann dies sein? Ach, guck mal, die werten Herren hier. Der legt es echt drauf an, ne? Der legt es echt drauf an, der Kollege. Ohohoho, ein Lizard. Ein Lizard. So. Den Kopf lassen wir da mal. Dynamit. Hier ist nur ein Laptop. Geil, neue Grafikkarte. Ach, kann ich gar nicht mit. In-Game-Chat hier wieder. So, was ist hier drin? Hier ist doch Dynamit drin, oder? Ja! Ne, das sind Leuchtfackeln. Da habe ich direkt schon meinen Freundenschrei ausgestoßen. So, ja! Aber, nee. Ich glaube, hier waren ja auch wieder nur Grafikkarten drin gewesen. Hier. Nee, das ist nur hochexplosive Cola. Wir brauchen hochexplosive Dynamit. Ja, geil! Jetzt darf ich Freundenschrei nochmal machen. Ja! So, hier nochmal ein paar Lappen mitnehmen. Wenn die nicht ausreichen sollten, gibt's ja noch mich. Aber ansonsten... Schau mal in den Koffer rein. Rein vor allen Dingen. Lass dir den Ball in Ruhe hier. Werf den weg, Mann. Gibt's ja hier nicht. Ich schau noch mal ganz kurz, ob hier irgendwas... Hier war ja, glaube ich, auch irgendwo der Höhleneingang, ne? Für diese eine Axt. Na du? Ist heute nicht dein Tag, ne? Ach ja, Seile können... Entschuldigung, da muss ich mal kurz aufstoßen. Es tut mir leid. Genau, hier haben wir den Kollegen Schnürschuh schon umgebracht. Was ist hier? Cooler. Hier ist der Höhleneingang. Okay, alles klar. Die Oompa Loompas sind wieder da. Ich hab euch im Auge. Heute ist euer Glückstag. Heute bin ich nämlich nicht gerade in der Laune zu kämpfen. Wo sind die eigentlich? Ich gucke hier irgendwo in die Ferne. Da. Da kommen sie doch. Da kommen sie wieder angescheißert, die alten Mistviecher. Hau doch ab, Mann. Kranke Schwein, Alter. Dich lief ich direkt in die Psychiatrie ein, ey. Gibt's ja hier nicht hier. Kopf nehme ich mit. Ich dachte, den Kopf nehme ich mit. So, nehme ich mit den Kopf. Wobei, es mangelt uns ja sowieso gerade ein bisschen nach Essen. An Essen. Deswegen nehme ich nochmal zwei sehr schmackhafte Füße mit. Und zwei Arme noch dazu. Danke. So, gut. Und ich würde sagen, wir gehen mal wieder zurück zum Haus und dann rodeln wir erstmal in den Wald. Wie es ein gesunder Mensch natürlich macht. Huch, da gab es einen kleinen Leck gerade. Ist aber hoffentlich nicht schlimm. Ich bin gerade am Überlegen. Ich habe immer ein bisschen Angst. Ich habe bei Forest immer das Problem, dass die Audiospur im Endeffekt nicht mehr ganz synchron zum Bild ist. Weshalb ich eigentlich nochmal irgendwas machen müsste, um so einen kleinen Fixpunkt quasi zu setzen. Dass ich die Audiospur wieder direkt setzen kann.
Da müsste ich eigentlich mal ganz kurz irgendwie gegen den Baum schlagen und dann ein dummes Geräusch machen, wie zum Beispiel das hier. Sowas zum Beispiel. Entschuldigung. Nee, musste mal kurz sein. Dann kann ich nämlich die Audiospur, die wird ja parallel aufgenommen. Damit ich die dann schön synchron daneben setzen kann. So, ich würde sagen, wir machen aber kurz nochmal eben Essen. Und da geht's auch direkt schon weiter. Sonst können wir auch nochmal Thiele Wittler anrufen. Vielleicht kümmert die sich ja auch um unser Haus. Macht die nette Dame eigentlich noch irgendwas? Irgendwie Fernsehen? Weiß ich gar nicht. Ich gucke ja überhaupt kein Fernsehen mehr. Muss ich ehrlich zugeben. Wäre auch mal so eine interessante Frage. Guckt ihr eigentlich noch Fernsehen? Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich überhaupt nicht mehr. Also ich hatte jetzt letzte Woche ja Lehrgang gehabt, da vielleicht nochmal mit einem Kumpel auf dem Zimmer, weil wir nichts anderes hatten. Außer 8 Folgen Stranded Deep von Gronkh, die ich mir dann runtergeladen habe. Oh, habe ich das jetzt laut gesagt? Nein. Da musste ich leider Fernsehen gucken. Es war grauenhaft, die Werbung. So. Nee, guckt ihr eigentlich noch Fernsehen? Ich finde inzwischen, Fernsehen ist irgendwie so, weiß ich nicht, überflüssig geworden teilweise, weil du kannst dir das meiste irgendwie Netflix, Amazon Prime, was weiß ich, da gibt es ja tausende Sachen noch, wo du es dir angucken kannst. Kannst du dir ja alles angucken, ohne Werbung. Ja? Deswegen, ich weiß ich nicht. Was wollte ich nochmal machen? Genau, ich wollte jetzt die Bäume roden. Ein Stein. Ist ja steintastisch hier. Mensch, jetzt nimm ihn auf. So, ich muss mal gucken, wo die Bäume denn hier schön dicht aneinander sitzen. Hier so, ja, aber pass mal auf, ich nehme mal hier, wo sind die denn? Da. So, wir drücken X. Das war's, Freundchen. Ja, haha. Aber nicht auf den Kopf fallen. Ja, wir roden den Wald. Liebe Kinder, nicht zu Hause nachmachen, ja? Den habe ich, glaube ich, ein bisschen zu weit geworfen. Ich sollte hier vielleicht auch in der näheren Umgebung vielleicht lieber... Nein, da geht's los! Ich habe es doch in der letzten Folge noch erwähnt, weil ich... Ah, scheiße, weil ich hier Krach mache. Nein! Scheiße. Das haben die jetzt nämlich, glaube ich, gehört. Na, super. Aber sie haben noch nicht unser Haus gesehen. Da hinten, guck mal, da latscht da. Was ist, Schoko, Junge? Komm ran hier. Komm, wenn du großes Maul hast, dann hauen sie ab. Komm, Junge, baden, du bist ja ganz schmutzig. So. Gut. Habe ich in der letzten Folge noch erwähnt. Ich würde gerne mal ein paar Ureinwohner hier in der Nähe haben, damit wir ein bisschen Action haben. Da haben wir's. Ich wurde erhört. So. Wir müssen ja noch die Decke eben fertig machen. Fertig. Mit CH. Ich geh da raus. So. Also, laute Geräusche lockt diese Umpa-Lumpas an. Das ist schon mal gut zu wissen. Ist schon mal sehr gut zu wissen. Aber ich hoffe, die Aufnahme ruckelt nicht. Ich habe bei The Forest, ganz ehrlich, ich habe da so immense Aufnahmeprobleme. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung. Also, inzwischen müsste es eigentlich gehen. Ich schau mal ganz kurz, wenn ich jetzt... Ja, es geht. Es geht. Weiß ich nicht. Ich muss meinen PC allgemein, glaube ich, nochmal hier und dort ein bisschen aufrüsten. Ist jetzt nicht mega dringend, aber es wäre schön. Sieht mal so komisch aus, ne? Die Lichtstrahlen hier, weiß ich nicht. Ganz merkwürdig. Oh, jetzt geht er rein, Junge. Ich mach so. Ich brauche noch nicht mal reingehen eigentlich. Hier ist ein Stein. Den nehme ich mit. Wo die mal herkommen. Okay, der geht nicht mehr.
So, und den Ofen hier nochmal ganz kurz. Den können wir mal zwischendurch hier mal ein bisschen fertig machen. Zwischendurch ein paar Steine sammeln und dann läuft das schon. Es wird ein wenig dunkel. Wir sollten gleich, glaube ich, nochmal pennen gehen. Wäre, glaube ich, nicht so schlecht. Oh, wenn der Typ mal anfängt zu atmen. Ich denke immer, dass hier irgendwo so wieder so ein Vieh rumläuft. Ach, hier ist der Baumstamm. Ich muss, glaube ich, gleich mal irgendwie Taschenlampe anmachen oder so. Das Feuerzeug können wir auch nicht nebenbei tragen, ne? Während wir hier Baumstämme auf dem Arm haben. Geht, glaube ich, nicht, ne? Leider. So, uns fehlen noch... ein Baumstamm. Dann haben wir das erstmal fertig und dann müssen wir Sticky suchen. So, wo ist denn jetzt hier? Wo ist jetzt der Prachtkarpfen? Der Prachtstamm? Hier ist einer. Dieser Baumstamm wurde auserwählt, um dieses Haus zumindest im groben Teil zu vollenden. Wir haben jetzt immer noch dieses Loch hier, aber wenigstens, ja, ist die Decke zu, ne? Wenigstens ist die Decke zu. Wir haben jetzt ein riesiges Loch oben drin. Wo wollte ich denn jetzt hier? So, wo fangen wir denn? Hier nochmal ein paar Steine rein. Ach, sind ja nur noch ein paar Steine. Bin jetzt zu faul zu rechnen. Ich würde sagen, wir machen das Sofa erstmal fertig. Der kann so wenig tragen, der Typ. Ich will einen großen Rucksack. Gibt es das hier? Gibt es hier einen größeren Rucksack? Alter, nee, komm, ich geh mal eben pennen. Das wird mir sonst ein bisschen zu dunkel. Dunkel, dunkel wie ein Furunkel. Ich geh pennen. Einmal Z. So. Und ich trinke auch mal ganz kurz was. Schön süß. Ich habe mich ja immer noch nicht von Energy Drinks abgewendet. Ich wollte ja eigentlich mal in näherer Zukunft eigentlich mal auf Kaffee umsteigen. Ich weiß gar nicht, ist Kaffee eigentlich so viel gesünder? Ich bin mir da selber noch nicht mal ganz sicher. Aber ich wollte es trotzdem mal ganz gerne probieren. 19 Jahre und hast erst einmal Kaffee getrunken. Das ist echt der Wahnsinn. Das ist kein Witz. Was wollte ich gleich nochmal machen? Stickies! Stickies wollten wir sammeln. Fupp, fupp. So, oh, hier liegen noch, alter, geil. Eigentlich, oh, guck mal da unten. Eigentlich, ich würde mir da gerne ein Baumhaus bauen, ne? Weißt du was, bevor die Baumstämme hier verschwinden, sammle ich erstmal noch mal ein paar Stickies. Und dann mache ich gleich mal kurz was, ja? Dann, gut, Stickies haben wir genug. Mit diesen... Klar, hat der Hase einfach hochgeworfen, den Baumstamm. Der wollte uns wahrscheinlich gerade damit erschlagen. Kriminelles Arschloch. Ja, ich meine dich. Taxi. Oh, ich habe ihn sogar getroffen. Heute gibt's Hasenfleisch. Dieses Geräusch dabei, ne? Wie entschlossen der hier den Hasenkopf da hält. Auch schön. Ist noch eine Trophäe. Die können wir uns ja später auch an die Wand hängen, die ganzen Köpfe. Alter, so viele Baumstämme. Weißt du was? Ich mach mal eben ganz kurz, ja? Ich mach mal eben ganz kurz. Wo war es denn? Baumhaus. Ich würde gerne das hier machen. Geht das? So? Ist das so cool? Kann man das so machen? Das ist doch ganz nett, ne? Komm, weil wir jetzt nämlich gerade so viele Baumstämme haben, ganz ehrlich, die müssen wir auch verwerten. Seile haben wir, glaube ich, auch noch. Eben mal schnell ein Baumhaus gebaut. Gar kein Problem! Wie hieß die Serie auf D-Max nochmal? Baumhausprofis, genau. Wir sind die Baumhausprofis. Weil das bestimmt ein cooler Beruf ist, Alter. Baumhäuser bauen, ey. Ich meine, wie geil ist das? Ich habe früher auch immer ganz gerne mit Kumpels, ich habe ja damals, als ich noch bei meinem Vater gelebt habe, hat mir ein relativ großes Grundstück gehabt, wegen Hotel, bla bla bla, ist, Geschichte habe ich ja, glaube ich, hin und wieder schon mal im Livestream erzählt. Auf jeden Fall hatten wir ja relativ viel Platz gehabt auf dem Grundstück. Also, haben wir immer noch. Nur, dass ich da nicht mehr wohne.
Und wir haben eben halt eine Holzheizung gehabt und dafür muss man ja eben halt auch sehr viel Holz haben. Gerade wenn du dann so großes Gebäude heizen musst. Hallo? 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 Ich kann es nur von unten machen. Und da hatten wir jedenfalls einen riesen Stapel an Holz. Also wirklich so verschiedenste Sachen, so Holzreste, ne, vom Bauern von nebenan, der da irgendwie seine kaputte Scheune da irgendwie raufgeworfen hat und sowas. Also auf jeden Fall sehr viel Holz, ne? Das war so ein riesen Haufen. Da kommt man so coole, da haben wir immer so coole Sachen gebaut. Da haben wir tatsächlich so aus Schrott, also aus Holzresten, haben wir da immer so Häuser richtig gebaut, so kleine Höhlen und sowas. Das war so geil gewesen, ey. Tag und Nacht, von morgens bis abends, war ich nur draußen gewesen, hab mit einem Kumpel da immer, es war schon echt geil gewesen, da haben wir uns tatsächlich so ein kleines Dörfchen aufgebaut, könnte man eigentlich quasi sagen, jeder so seine eigene Hütte richtig gehabt, das war schon geil, das war schon extrem geil gewesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. War natürlich immer scheiße, wenn dann der Vater immer mit dem Trecker kam und der ganze Scheiß natürlich immer verbrannt werden musste. Zum Glück hat er immer mein Haus immer ein bisschen verschont. So. Ist schon witzig. Damals war ich wirklich so einer. Ich war nur draußen gewesen. Wirklich nur. Dann bin ich ja irgendwann nach Sittensen gezogen. Also wo ich jetzt ja auch wohne. Und seitdem gar nicht mehr. Ja gut, was willst du mit 19 Jahren eigentlich noch so eigentlich noch so... Du kannst ja auch nicht mehr wirklich so, ich sag jetzt mal, Häuser bauen, ne? Nee, also seitdem ich in Sittensen bin ich echt nicht mehr so viel draußen. Vielleicht so viel eigentlich kaum noch, gar nicht mehr. Das ist so ganz langsam, aber radikal wurde es dann abgeschwächt. Weil ich hatte hier einfach plötzlich nichts mehr, ne? Und jetzt habe ich ja sowieso kaum noch Zeit für sowas. Also warum soll ich sowas auch noch mit 19 Jahren machen? Weiß ich auch nicht. Ey, yo, Kollege, lass mal einen Baum ausbauen. Oh Mann. Sind hier noch Baumstämme? Ah. Hier. Ich hoffe, die reichen jetzt dafür. Ach, guck mal, da haben wir wenigstens ein kleines schnuckliges Baumhaus hier. Das ist doch schon ganz cool. Ich finde den Platz hier aber allgemein voll geil. Diese kleine, ne? Das kleine Stückchen hier, wo du hier so ein bisschen bauen kannst. Huch, warte, ich muss glaube ich gleich mal Folgenende machen. Ich laber hier wieder die ganze Zeit und... Achte wieder nicht auf die Zeit. Boah, jetzt muss ich hier die ganze Zeit wieder aufstoßen. Entschuldigung. hab zu viel Energy wieder mal gesoffen. So. Könnt ihr sonst auch mal gerne reinschreiben, wenn ihr mögt. Habt ihr früher eigentlich auch so als kleines, als Kind immer so? Wobei, ich glaube, die meisten von euch sind ja sowieso noch ein bisschen jünger. Habt ihr aber auch immer sowas so? Baumhäuser oder kleine Häuschen immer im Wald da irgendwie gespielt? Ich fand das damals so geil einfach. Darum tun mir auch immer so die Stadtkinder so ein bisschen leid. Ohne es böse zu meinen. Weil du da ja einfach nicht die Chance besorgst. Da kannst du sowas ja nicht machen. Das ist das Coole. Baumstamm erschlagen. Das ist immer das Coole, wenn du ein Dorfkind bist. Du hast einfach immer, du kannst da richtig im Wald spielen. Das ist immer das Geile. Findet Mutti natürlich nicht so toll, wenn du dann schlammbedeckt nach Hause kommst. Hör doch mal auf hier. Hofskandale zu machen! Oh, der hört sogar. So. Sanft die Haut abgezogen. Ach komm, den Lurchkopf nehme ich auch mal einfach mit. Den hängen wir uns nachher an die Tür. So. Wie viele Baumstämme brauchen wir noch? Oh nein, wir brauchen noch Sticks, na super. Ach, ein Baumstamm noch. Und 8 Sticks, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ein Baumstamm und 8 Sticks. Sollte im Bereich des Möglichen liegen. Dann müssen wir auch gleich mal mit der Einrichtung weitermachen. Oh, ich sehe die ganze Zeit Lurch auf dem Boden, ey. Das macht mich total kirre. Wäre ich total verrückt hier. So, nimm mal mit hier. Ach, den können wir gar nicht mehr. Alles klar. Irgendwo noch ein einziger Baumstamm. Sag nicht, dass uns jetzt ein Baumstamm fehlt. Ach nee, hier ist noch was. Glück gehabt. Ich will die ganze Zeit immer rennen. Der Typ ist deshalb immer die ganze Zeit immer atmen. Wir können eigentlich auch mal ganz kurz...
uns eine Cola reinklatschen. So. Quatsch, die fehlt doch noch ein paar. Bin ich jetzt doof? Nee, doch. Jetzt. Ja, wir haben ein Baumhaus. Geil. Nice. Super. Gehen wir mal rein hier. Boah, ist voll geil. Denn unsere Hütte sieht so ein bisschen karg aus von außen. Da könnte man vielleicht nochmal hier und dort ein bisschen was machen. Kann man hier auch pennen? Tatsächlich, man kann hier speichern, man kann hier pennen. Das ist geil. Finde ich gut. Hat jetzt keinen großartigen Nutzen, aber dann haben wir es einfach, ne? Dann haben wir es einfach. So, jetzt müssen wir wieder Stickies sammeln, ne? Ich dachte gerade, da sitzt ein Lurch drin. Es ist nur ein verbrannter Lurch. Den können wir eigentlich mal ganz kurz essen. Ih, der ist ja schon ganz schwarz. Ih. So, hier ein bisschen Lurchfleisch. Wir... Ja, die Lurch... Ja, pass mal auf, die Lurchrüstung, die lasse ich erstmal noch. Die lasse ich erstmal noch. Wenn wir dann mal irgendwie wieder losziehen sollten, dann jetzt... Geht doch. Mit Gewalt geht alles. So, wie viele Steine brauchen wir noch? 13. Da muss ich erstmal ganz angestrengt rechnen. Ich hasse das ja immer. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber ich hasse es, wenn du vor der Klasse, wenn du gerade... Nee, wenn du vor der Klasse plötzlich vom Lehrer aufgerufen wirst, ja, rechne dies und das mal aus. Wie viel ist dies und das? Ich weiß nicht warum, aber selbst bei ganz einfachen Aufgaben habe ich dann immer voll Blackout. Weiß ich nicht. Ist es bei euch eigentlich auch so? Also immer, wenn der Lehrer mich irgendwie so aufruft, ja, Tobias, was ist denn dies und das? Ich bin total weg. Weiß ich nicht. Ich krieg nichts mehr hin. Nichts mehr. Das ist ganz, ganz komisch immer. Weiß ich nicht. Ganz, ganz merkwürdige Sache. Und ich hasse das. Ich hasse das. Weißt du? Und dann versuchst du gerade auszurechnen und dann quatschen die Leute immer hin und hinter dir immer dir irgendwie rein. So, ja, Tobi, mach mal. Mach mal, Tobi. Mach mal, ey, Tobi. Kriegst gar nichts mehr auf die Reihe. Ich hab schon so meine Macken. Ich weiß. Geh da rein. Geh da rein. Geh da. Danke. So. Ja, geil. Viel brauchen wir noch? 2 Stickies und wir brauchen Rehfell. Können wir hier eigentlich Feuer machen? Ich dachte, kann man hier nicht Feuer machen? Ich dachte, hier kann man Feuer machen im Ofen. Ach nee, noch ein Sticky für das Ding. Gut. Nein, jetzt habe ich... Okay, Leute, pass mal auf, wir müssen mal eben ganz kurz... ich habe schon wieder nicht auf die Zeit geachtet. Ich würde an dieser Stelle sagen, ich beende die Folge hier erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. Euer Tobi.